Hallo, liebe Leute. Ich glaube, ich habe hier jetzt gerade so einen supi typisch isländischen Hintergrund gefunden. Viel grünes Zeug und lauter alte Häuser. Ich bin hier in der Innenstadt von Reykjavik. Ich möchte jetzt mal bewusst keine anderen Leute filmen, weil die haben mir nicht ausdrücklich zugestimmt und da ist man hier ein bisschen empfindlich. Aber ich komme gerade vom Flohmarkt. Und da dachte ich, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was über den Flohmarkt, bis der Bus kommt. In Reykjavik gibt es nur einen offiziellen Flohmarkt, der ist in einer Hafenlagerhalle und ist also Samstag, Sonntag und die meisten Feiertage geöffnet. Ist sehr populär, weil also auch in Island Ausmisten ein Trendhobby ist und weil also immer noch viele Leute seit dem Einbruch der Finanzkrise jetzt nicht mehr so viel Geld haben wie früher. Ich habe noch Zeiten erlebt, da war Sachen wegwerfen, bevor sie irgendwie unbrauchbar waren, eine sehr zweifelhafte Mode. Dieses Mützchen kennen vielleicht Leute, die mein Fußballvideo angeschaut haben. Das habe ich auch mal für einen Apfel und ein Ei auf dem Flohmarkt gekauft und das hat bestimmt jemand mühevoll mit der Hand gestrickt, weil ich habe nur eines dieser Art jemals wieder gesehen. Viele Leute verkaufen auf dem Flohmarkt eigentlich auch handgemachte Sachen. Ich habe in der Uni damals mehrere Artikel lesen müssen, die darauf hinauslaufen, dass Nähen und Stricken eigentlich eine Form des Self-Empowerments ist, also dass sich selbst beweisen, dass man was kann, dass man seine eigene Kleidung produzieren kann. Ich kann entgegen öffentlicher Auffassung nicht stricken, aber vielleicht habt ihr das Argentinien-Interview-Video mal gesehen. Da hat mir jemand einen Kommentar privat auf einem anderen Medium geschickt. Er glaubt ja nicht, dass ein normaler Moderator stricken würde. Es war eigentlich Häkeln. Und ich übe sehr gerne Häkeln, weil es einfach beruhigend ist, weil es immer dem gleichen Muster folgt. Aber bis ich so eine Mütze basteln kann, da geht noch viel Wasser den Fluss runter. Aber viele Leute können das halt. Viele Leute verdienen sich dadurch ein Zubrot, dass sie so Wikinger-Strickschüchen und Isländer-Mützen und Isländer-Pullover verkaufen. Auch da würde ich persönlich darauf Acht geben, dass man jetzt nicht kommerzielle Touristenläden und Dienstleister überfüttert, sondern lieber zweimal hinschaut, ob da vielleicht die Oma nebenan sogar noch Sonderwünsche erfüllt. Und es sind auch, was ich jetzt als Europäerin ein bisschen schade finde, fast immer die gleichen Leute, die auf dem Flohmarkt irgendwas verkaufen. Die Struktur der Stände ist eigentlich immer gleich. Das ist natürlich der Himmel für einen Autisten, weil der dann meistens weiß, wo alles ist. Bloß einmal, wo ich ganz dringend was Bestimmtes kaufen wollte von jemandem, den ich kannte, da war der ausgerechnet im Urlaub und das hätte jetzt sein müssen wegen einem Geburtstag und das hat dann halt nicht hingehauen und dann kam das Geburtstagsgeschenk halt später. Ich kaufe auf dem Flohmarkt gerne kleine Geschenke für Freunde und Familie. Auch so Dekorationsartikel, Sticker, Sachen. Und ja, man kennt sich, man politisiert. Es gibt eine sehr schöne Sitzecke mit Torten und Waffeln und alten Seemannsgemälden. Und ja, jetzt kommt der Bus. Tschüss.